habe ich natürlich wieder Chris Hanisch entdeckt. Wie schon gestern eigentlich gesagt, werden wir dich auf einigen Shows treffen. So war es auch. Jetzt hier bei der Green Showroom Show. Green Showroom Show. Schönes Wort. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich dich hier sehe. Wie kommt es, dass du dich trotzdem für Eco-Mode interessierst und auch entschieden hast, herzukommen? Eco-Mode ist, finde ich, der neueste Trend und wird immer wichtiger in den nächsten Jahren. Deshalb bin ich natürlich auch hier. Und was waren so deine Highlights? Die roten Kleider waren sehr schön und die Hosenanzüge und auch die Mäntel. Wenn ich jetzt so deinen Blog verfolge, also für die, die es noch nicht wissen, boylovesfashion.com, mal reingucken, ich verlinke es euch in der Infobox, ist jetzt nicht unbedingt Eco so deine Lebenseinstellung, aber trotzdem findet man immer wieder mal so Tipps und Tricks. Wo informierst du dich? Weil es ist nicht immer so leicht, gerade diesen Bereich der Mode irgendwie auch in der großen Industriewelt zu finden. Also am besten auf den Shows. Und danach halt zu den Messen, und da kann man die neuesten Inspirationen und Trends herausfinden. Und die sind auch meistens sehr gut. Also es ist in den letzten Jahren wirklich eine Steigerung zu sehen im Eco-Bereich. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Ja, wir haben uns eben gedacht, wir wollen das auch nicht, dass sich nicht immer nur die Frauen mit toller Unterwäsche präsentieren, sondern auch vor allem auch mal die Männer was machen mit sehr, sehr schöner Unterwäsche. Und so kam die Idee.